Tomaten aus Spanien, Bananen aus Ecuador, Äpfel aus Neuseeland. Bei einem Einkauf im Supermarkt landen schnell Produkte aus der ganzen Welt in unserem Einkaufswagen. Woher kommen unsere Lebensmittel und welche Klimabilanz haben sie? Per Schiff, Flugzeug, LKW oder mit der Bahn werden heute Lebensmittel über den ganzen Globus transportiert. Auch Deutschland ist ein echter Export- und Importmeister. Ein Drittel aller Produkte der deutschen Landwirtschaft geht in ein anderes Land. Deutschland wiederum importiert aber auch jede Menge. Zum Beispiel deckt der hiesige Gemüseanbau nur 36% unseres Verbrauchs ab. Der Rest wird in anderen Ländern eingekauft. 2019 hat Deutschland Lebens- und Genussmittel für insgesamt rund 86,5 Milliarden Euro aus anderen Ländern importiert. Zum Beispiel Bananen aus Ecuador. Allein 2019 fast 360.000 Tonnen, was etwa 18.000 Containerladungen voll Bananen sind. Oder Kakaobohnen von der Elfenbeinküste. 253.000 Tonnen. Die meisten Lebensmittel aber bezieht Deutschland aus anderen EU-Ländern. Aus Italien beispielsweise kamen 2019 fast 110.000 Tonnen Weintrauben. Aus Spanien rund 180.000 Tonnen Tomaten und aus Frankreich fast 110.000 Tonnen Kartoffeln. Doch der Transport der Lebensmittel hinterlässt Spuren. Beispiel Apfel. Eine Tonne Äpfel, die auf einer Plantage in Deutschland wächst, verursacht 28 Kilogramm an Treibhausgasen, wenn sie von der Plantage zum Supermarkt transportiert wird. Bei einem Apfel aus Südtirol sieht das schon ganz anders aus. Da verursacht der Transport von einer Tonne Äpfel 113 Kilogramm Treibhausgase. Und kommt eine Tonne Äpfel per Schiff aus Neuseeland nach Deutschland und dann weiter zum Supermarkt, werden ganze 259 Kilogramm Treibhausgase ausgestoßen. Fast 10-mal so viel wie bei einem heimischen Apfel. Für eine gute Klimabilanz also nur regional kaufen? So einfach ist das leider nicht. In Deutschland ist die Apfelernte im Herbst. Kaufen wir aber im Frühling einen Apfel aus der Region, wurde der bereits über Monate gelagert und gekühlt, um frisch zu bleiben. Der Energieaufwand dafür ist sehr hoch. In Neuseeland ist die Apfelernte im Frühling. Kaufen wir im Frühling also einen Apfel von dort, ist dessen Klimabilanz wegen des Transports zwar weiterhin sehr hoch, unterscheidet sich aber kaum mehr von dem in Deutschland geernteten und gelagerten Apfel. Das heißt, nicht nur der regionale Aspekt beim Einkauf im Supermarkt ist wichtig, wenn man seinen CO2-Fußabdruck klein halten will, sondern auch der Zeitpunkt, wann wir die Lebensmittel kaufen. Nämlich am besten dann, wenn deren Erntezeit bei uns ist.